es ist soweit. Die Medien treiben es wirklich auf die Spitze. Haftdrohung für veganes Kind. Ja, eine Haftdrohung. Der Fokus schreibt darüber, Kind war 1,5 Jahre alt, war aber so entwickelt wie ein Kind, dementsprechend bei 3 Monaten. Hat zu essen bekommen Haferflocken, Kartoffeln, Reis, Tofu, Brot, Erdnussbutter, Reismilch, Obst oder Rosinen. Es wurde natürlich nicht darüber berichtet, ob das Kind auch Supplementationen bekommen hat oder supplementiert wurde. B12, solche Sachen, Jod, Omega-3 sehen wir hier, fehlt natürlich in der Ernährung. Wurde dementsprechend nicht so dargestellt, von daher insuffiziente Darstellung für mich. Das ist Punkt Nummer 1. Kümmern wir uns zunächst erstmal um die Ethik. Und zwar, ganz, ganz wichtig, ein mangelernährtes Kind. Ja, es scheint etwas Schlechtes, sorgt für Empörung, ist etwas Strafbares. Jetzt frage ich mich, warum wird mit zweierlei Maßen gemessen? Ich meine, bundesweit haben wir ca. 500.000 mangelernährte Kinder. Weltweit sind es ca. 800 Millionen. Ja. Es stellt sogar weltweit das größte Gesundheitsrisiko überhaupt dar, eine Mangelernährung. Sollte es nicht eine Gleichberechtigung geschaffen werden? Ich meine, warum werden auf der einen Ort der Kugel, unserer Erde, Menschen dafür bestraft und auf der anderen Seite nicht? Beziehungsweise in Afrika, in den dritten Weltländern. Da wird das nicht bestraft, dass Kinder dann dementsprechend auch mangelernährt werden. Na klar, weil sie einfach überhaupt gar keine Wahl haben. Sie haben manchmal selbst genug zu essen, für die Kinder halt auch nicht. Und wir sind andersrum, erst die Kinder, dann man selbst. Aber ihr wisst, was ich sagen will, diese Menschen haben überhaupt gar keine Wahl. Warum wird es nicht erstmal, bevor man solche Artikel überhaupt auf die Idee kommt zu schreiben, für Gleichberechtigung gesorgt und darüber erstmal einen Artikel geschrieben? Weil du musst doch einfach überlegen, was passiert, ja? Es müssten doch 800 Millionen Artikel erscheinen über mangelernährte Kinder. Nein, es entsteht, aber es wird geschrieben über ein Artikel, über ein Kind, welches vegan ernährt hat, in Sydney. Was dort passiert, Absurdität meiner Meinung nach, eine globale Ghettoisierung, Stigmatisierung. Ja, man sagt, okay, auf der einen Seite, bei denen ist es halt okay so, ja, da kann man halt nichts machen so, aber die anderen werden da so bestraft. Ja, man kriegt automatisch im Unterbewusstsein einsuggeriert, diese Menschen sind weniger wert oder werden völlig anders behandelt oder, verstehst du, was ich meine? Es ist doch genau das, was wir dieses, naja, es ist kein, dementsprechend kein Rassismus, aber auch kein, es ist eine Art Spezifizismus, aber halt nur innerhalb einer gleichen Spezies, wisst ihr, was ich sagen will? Also nochmal, Mangelernährung ist sicherlich kein veganes Problem, was hier so versucht, sich herauszukristallisieren durch die Medien. Ja. Es ist ein globales Problem. Ja. Selbst 2011 schreibt die Presse darüber, ja, dass es immer mehr zu Hautkrankheiten, Allergien und so weiter kommt. Ja. Und natürlich auch immer mehr Cola, Chips und Schokoriegel verzehrt werden. Es sind teilweise Ernährungsbedingungen bei unseren Kindern wie in Entwicklungsländern. Ja. In einem so entwicklungsreichen Land wie Deutschland, ja. Immer noch 2018, ja, 1,5 Millionen Menschen leiden unter Mangelernährung. Wo bereits 2003 der Europarat, ja, eine wegweisende Resolution darauf hingewiesen hat und zu veröffentlichen, ja, Stop Malnutrition, die von Deutschland leider nur sehr zögerlich umgesetzt wird, oder habt ihr davon irgendwas schon mal gehört? 2009 hingegen, die in Tschechien machen es uns deutlich besser vor. Mein Vorschlag, wir brauchen nicht noch mehr technischen Fortschritt. Ich meine, das fängt doch jetzt schon an mit den Elektroautos zum Beispiel. Ja, ein Elektroauto, 11 bis 15 Tonnen CO2 zur Herstellung einer Batterie, die 10 Jahre hält. Dann braucht der Strom, der das Auto natürlich selbst noch verbraucht, natürlich auch CO2-Emissionen herzustellen. Ja? Das heißt, wir landen ungefähr bei 181 Gramm CO2 landen wir. Das ist das, was ein Diesel locker schaffen würde. Ja, Diesel ist in dem Sinne effizienter. Ich meine, brauchen wir noch mehr Technik? Ich meine, Windräder ist auch, bis die sich ja durch so viel Subventionen und so weiter rentiert haben, werden die schon wieder abgerissen und Insektenvernichter. Und also muss ein Handy bald noch Kaffee kochen, ja, damit wir uns noch mehr ablenken können von unserer heutigen Welt oder sowas. Versteht ihr, was ich meine? Brauchen wir noch mehr Fortschritt, unwichtigen Fortschritt in bestimmten Bereichen? Ich finde, jeder Firma sollte einen kleinen Prozentsatz abgeben, damit solche Artikel, solche Ungleichheiten einfach nicht mehr passieren. Ein kleiner, das vielleicht beim Gehalt irgendwie in Deutschland vielleicht 40 Cent ausmachen würde oder sowas weniger, das juckt dich doch nicht. Aber stell dir vor, jeder würde es machen. Wenn die ganze Welt es machen würde, dann würden solche Artikel und solche unterschwelligen, ja, wie soll man sagen, absurden Ghettoisierungen einfach nicht mehr vonstatten gehen. Und ich finde, das wäre ein ganz, ganz schöner Punkt. Das machen wir auch von vitasomal.de. Wir spenden jedes Jahr Geld nach Afrika. Letztes Jahr haben wir den Brunnen gekauft und so weiter. Dieses Jahr werden wir auch wieder was machen und so weiter. Es ist doch nicht zu viel verlangt. Ja, dafür haben wir natürlich ein bisschen weniger Umsatz für Reinvestition, aber das macht den Braten doch nicht fett. Seht ihr, was ich meine?
Man muss es doch prozentual machen zum Gewinn einer bestimmten Firma. Dann kann jeder seinen Beitrag dazu leisten. Warum wird denn nicht sowas gemacht? Gut. Nun aber, ist vegan wirklich ein Problem? Ja? Das untersuchten bereits britische Studien 1988, sehr, sehr früh schon, und kamen zu dem Schluss, bis auf B12 muss darauf geachtet werden. Und ansonsten ist es keine beeinschränkende Lebensweise. Ja? Man kann dadurch völlig normale Entwicklung vollziehen. Man sieht hier auch, wurde aufgeführt, bestimmte Punkte sehen wir hier, und das sind so die Grenzwerte, wo sich normalerweise die Kinder so befassen, beziehungsweise aufhalten von ihrem Gewicht, kann man das so sagen, und ihrer Größe. Und wir sehen, dass die Kinder, die veganen Kinder, ganz normal die Punkte auf diesen Linien liegen. Ja? Und bei Frauen sehen wir das, ja, in der Größe und im Gewicht. Und bei Männern sehen wir das ganz genauso, beziehungsweise bei Kindern, ja, bei Jungs und bei Mädchen, in der Größe und Gewicht keinerlei Beeinträchtigung. Auch eine Studie 2009, nein, gut, fast nicht 2019, schon eine fast 2018er Studie, ja, wurde ebenfalls darauf hingewiesen, gerade kritische Nährstoffe, D3, B12, Zink, Jod und O3, das gehört aber zu jeder Ernährungsform, ja, wird auch nochmal darauf hingewiesen. Und ihr könnt euch gerne auch mal mein Video dazu angucken. Ich habe vor kurzem ein Video darüber gemacht, dass die Wissenschaftler sich eigentlich einig sind, dass eine vegane Ernährung sogar noch vorteilhafter sein könnte als andere Ernährungsformen. Viel deutet darauf hin. Ja, in der Conclusion und so weiter steht, ist es ebenfalls kein Problem. Ja, in der Schule wurde auch ein Plan erstellt, worauf genau beachtet werden soll. Wo wir zum nächsten Punkt. Jetzt kommen wir drei Punkte abschließend, die ich nochmal zusammenfassen wollte in diesem Video. Also erstens, die Uninformiertheit bzw. die Unreflektiertheit von den Medien oder die, wie soll man sagen, fast, kann man das so sagen, Lobbyarbeit vielleicht sogar, ist wirklich abstoßend und ganz, ganz klar, weil man sieht ganz klar, dass vegan definitiv oder Mangelernährung kein veganes Problem ist, sondern ein globales Problem ist. Ja, das wird nicht hier thematisiert. Punkt 2, ganz, ganz wichtig, also, wenn wir unsere Zukunft aufbauen wollen, auf unseren Nachwuchs, was natürlich auch passiert, dann sollten wir verdammt nochmal alles dafür tun, dass der Nachwuchs auch gesund aufwächst. Aber genau da wird gespart, ja? Und genau da passiert keine Entwicklung anscheinend, ja? Es bringt uns nichts, wenn wir BMW und Mercedes und Audi und so weiter haben, ja, was uns momentan überhaupt noch hochhält, ja? Aber nur Krankenscheine danach noch eingehen, ja? Und weil keiner mehr zur Arbeit kommt und keiner mehr Autos entwickeln möchte, ja? Er fängt in der Schule an. Es sollte Ernährung und Gesundheit und Umwelt, ja, unterrichtet werden. Es ist seit Jahren das gleiche Scheißcurriculum. Ja? Ich bin selbst, ich habe zufälligerweise Lehramt studiert. Ja? Was interessiert mich denn Geschichte, welcher König vor Jahren gegen den und den gekämpft hat? Das bringt doch diesen Planeten auch nicht mehr auf den grünen Zweig. Wir müssen uns doch weiterentwickeln, die Vergangenheit mal hinter uns lassen und mal neue Fächer einführen. Ja, Ernährung, Gesundheit und Umwelt, ganz, ganz klar. Das ist, was uns noch nach vorne bringen kann. Auch im Deutschunterricht haben wir den Erdkönig auswendig gelernt. Ja, was bringt mir das denn, wenn ich den auswendig aufsagen kann, wenn die, wenn die Atmosphäre, die Hemisphäre mir unterm Arsch wegbrutzelt, ja? Also es ist unvorstellbar einfach nur, dass da immer noch nicht gehandelt wird, ja, und solche Sachen einfach mal eingeführt werden. Es sollten Arbeitsplätze geschaffen werden, es wird dort gespart quasi, wo überhaupt die Wurzel, ja, wo alles entsteht, ja, Arbeitsplätze geschaffen werden. Jeder Mensch kann heutzutage ein Kind bekommen, egal welche soziale Schicht, egal welches, wie sozial integriert und welchen Status und so weiter man dementsprechend hat. Es ist völlig egal, du kannst völlig ein Kind kriegen und dann mach einfach mal. Ja? Es kriegen Kinder, die vorher nur gesoffen haben, geraucht haben, ja, und dann kriegen sie Kinder und dann sollen sie Ernährungsformen durchziehen, können natürlich nicht arbeiten gehen, weil sie völlig überfordert sind mit dem Kind. Das Kind hat dann dementsprechend 3 Euro. Was hat man gelernt, was man für 3 Euro kaufen kann? Ein Döner und dann gibt es Leitungswasser. Und darauf bauen wir jetzt unsere Gesellschaft dann dementsprechend auf, ja, und unseren Planeten. Alles klar, gute Nacht Deutschland, ja. Drittens, dieser Artikel sollte nicht nur für Unruhe sorgen, solche Artikel sollten verboten werden, wo einfach nur für Unruhe gesorgt wird und für Falschinformationen vor allen Dingen diesbezüglich, weil man muss auch andere Sachen belichten, weil vegane Ernährung ist keine Mangelernährung, wenn man es richtig halt eben macht, ja. Man kann es natürlich immer so auslegen, wie man möchte. Ja, man kann es immer so schlecht darstellen und so schlecht darstellen. Das kann jeder machen. Jeder, das passiert dazu zur häufigen Form. Egal, auf YouTube, auf in den Medien und so weiter. Man kann alles schlecht darstellen lassen. Man muss aber versuchen, auch immer etwas Seriöses, finde ich, wenn man etwas Positives und auch etwas Negatives darstellt. Und nicht nur immer diese eine Seite. Und ich finde, solche Artikel sollten verboten werden, wo nur ganz klar eben gezeigt wird, negative, keine Lösungsvorschläge. Artikel ohne Lösungsvorschläge sollten meiner Meinung nach verboten werden. Das waren 3 Punkte, die hier dazu beitragen können. Ich bin bei 10 Minuten, alles klar, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, aber die Glocke drin, wenn ihr ein neues Video kommt. Ja, ein bisschen verkackt, aber fast. Fast. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Schaut sehr, sehr gerne auf vitasomal.de vorbei, meine Liposomal-Supplements mit deutlich höherer Bioverfügbarkeit. Würde mich sehr, sehr freuen, wir haben ein neues Produkt. Ich hoffe, wir sehen uns gleich dort wieder. Bis zum nächsten Mal. Ruhe vegan am Limit sagt. Ciao.